Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer kleinen Breaking News. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist heute um Mitternacht der Amazon Prime Day 2020 gestartet. Am Amazon Prime Day habt ihr die Möglichkeit, sofern ihr Prime-Kunde bei Amazon seid, wirklich einige tolle Schnäppchen zu machen. Amazon haut an diesem Tag so richtig einen raus. Warum erzähle ich euch das Ganze? Amazon ist einer der größten und wichtigsten Verkäufer von Chromebooks in Deutschland. Und wenn ihr einfach mal schaut, was es alles für unterschiedliche Produkte am Amazon Prime Day zu kaufen gibt, dann seht ihr hier, dass es wirklich von Spielwaren über Monitore bis hin zu Alexa alles Mögliche gibt. Aber das interessiert uns natürlich jetzt erstmal weniger, sondern es gibt, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, auch die Möglichkeit, hier Chromebooks von Acer, Asus, HP und Lenovo sich anzuschauen. Und wenn wir uns das einmal genauer anschauen, dann sehen wir hier die Chromebooks, die sich Amazon für den Amazon Prime Day herausgepickt hat. Und hervorheben würde ich hier auf jeden Fall das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, weil der Preis von 219 Euro wirklich ein Top-Preis ist. Ob jetzt die 329 Streichpreis hier realistisch sind, sei mal dahingestellt. Aber für 219 Euro bekommt ihr hier wirklich ein echt Top-Gerät. Schaut euch dazu auch gerne mal mein Video an, was ich euch gemacht habe. Und dann habt ihr auf jeden Fall bis morgen Abend die Möglichkeit, euch zu überlegen, ob das nicht ein Chromebook für euch ist. Ansonsten gibt es hier natürlich auch diverse weitere Chromebooks und es war heute Morgen sogar schon das Acer Chromebook 314 im Angebot im Blitzdeal. Das war jetzt hier nicht aufgelistet. Das heißt, es könnte auch für euch sinnvoll sein, immer mal wieder reinzuschauen und zu gucken, ob es vielleicht andere Chromebooks, die in dieser Auflistung nicht sind, vielleicht für 2 Stunden mal in einem Blitzdeal sind. Wenn das für euch interessant ist und ihr euch vielleicht ein Chromebook kaufen wollt, dann könnte heute bzw. morgen wirklich die gute Gelegenheit dafür sein, weil eben die Preise wirklich auf einzelnen Geräten deutlich günstiger sind. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung die Angebote vom Amazon Prime Day verlinkt. Ich hoffe, dass euch diese kleine News weiterhilft und ja, einfach nützlich für euch ist. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine solche News zukünftig verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.